Daten verarbeiten und speichern, wie zum Beispiel hier in der Cloud, Machine Learning, Quantencomputer, ja, das sind alles neue Technologien. Aber was bedeutet das für Cybersecurity? Das schauen wir uns heute mal an. Ist das heute die einzige Cloud? Wer mir mehr dazu sagen kann, ist Carsten Fischer. Du bist der Chef hier von Cybersecurity. Wenn wir über Cloud reden, denke ich an das vernetzte Arbeiten. Jetzt ist es aber so, wenn ich die Daten nicht mehr auf meinem eigenen Computer speichere, sondern jeder hat Zugriff auf der Cloud, ja, für was brauche ich das dann eigentlich? Also ich glaube, viele neue Modelle werden daraus entstehen oder sind gerade am Entstehen. Pay-per-Use ist irgendwie in aller Munde. Sowas basiert natürlich darauf, dass die Daten einmal abgelegt sind und jeder darauf zugreifen kann. Also insofern ist ein Cloud-Modell, wo Daten dezentral zur Verfügung stehen, genau das, was man dann für diese neuen Geschäftsmodelle auch braucht. Welche Vorteile bietet mir dann das Cloud-Business an? Ich glaube, es ist vor allem eine Frage der Skalierbarkeit von Standard. Skalierbarkeit, ich nutze immer unser Gehaltssystem als Beispiel. Das brauchen wir eigentlich nur wirklich einmal im Monat, wenn wir die Gehälter zahlen. Und da brauchen wir es dann wirklich sehr aktiv und zu einer hohen Skalierbarkeit. Für den Rest des Monats eigentlich nicht. Und für solche Dinge ist eine Cloud natürlich eigentlich prädestiniert, weil man da beliebig skalieren kann. Mir wäre es ja lieber, das System wird öfter eingesetzt und es käme öfter mal Gehalt rüber. Aber welche Vorteile siehst du denn noch, wenn man eine Cloud nutzen kann? Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Sicherheit. Wir bekommen oft die Frage gestellt, ist die Cloud denn wirklich sicher? Und eine meiner Standardantworten ist eigentlich, dass man nur mal drüber nachdenken muss, wie viel jedes einzelne Unternehmen investieren müsste in Sicherheit, verglichen mit Cloud-Anbietern, die das als Business machen. Das ist ihr Businessmodell, eine sichere Cloud zur Verfügung zu stellen. Eine sichere Cloud, die Daten in den Regionen abspeichern kann und die Daten verschlüsselt ablegen kann, was wir zum Beispiel mit unseren privaten Daten selten auf dem eigenen Rechner machen. Jetzt, wenn wir die Cloud haben, First Line Defender, brauchen wir das dann noch? Ist eine gute Frage, Jürgen. Aber ich glaube, über Jahre bis Jahrzehnte hinweg werden wir noch über Hybridmodelle reden, wo wir die klassischen Datencenter nutzen und die Cloud. Und die Cloud-Anbieter stellen die Sicherheit zur Verfügung, inklusive Verschlüsselung, allem drum und dran. Aber am Ende des Tages sind wir auch vom Gesetzgeber her immer noch verantwortlich für die Sicherheit. In dem Kontext, wie siehst du jetzt Quantum Computing für Cybersecurity? Quantum Computing wird den meisten Einfluss auf Verschlüsselung haben. Die Verschlüsselungsmethoden, die heute noch sicher sind, sind in der Zukunft unsicher und werden geknackt werden. Das heißt, die Cloud-Provider arbeiten heute schon dran, diese Verschlüsselungsmethoden zu verbessern. Ich habe heute mal meine Cloud mitgebracht und weil mir ja meine Daten am Herzen liegen, wie kriege ich die sicher rein und wie bleiben die sicher da drin? Die entscheidende Frage, Jürgen, ist ja, was ist mit den ganzen anderen Daten? Weil meine Daten, die mir am Herzen liegen, sind auch drin und ganz viele auch. Das Prinzip der Cloud. Wichtig ist also, dass wir unterscheiden können, was ist dir und was ist mir. Das übernimmt der Cloud-Anbieter. Und unser Passwort schützt uns dann vor Zugriff. Und zusätzlich bieten fast alle Cloud-Anbieter Two-Factor an. Das heißt, ein zweiter Faktor, mit dem du dich über dein Smartphone identifizierst, dass du Jürgen bist und du auf deine Herzensdaten zugreifen kannst. Dankeschön, dann sind wir ja hier getrennt. Und das ist ja auch das Prinzip der Cloud, Daten an einem Ort zusammenzuhalten und trotzdem zu separieren. Dankeschön.